Willkommen auf der Strecke Rhein-Ruhr Osten mit der Baureihe 182 in dieser Hector-Rail-Lackierung. Wir fahren hier einen Güterzug. Ihr seht das schon hier, einen gemischten Güterzug eigentlich. So gemischt sieht er gar nicht aus. Stand da nicht gemischter Güterzug? Gemischte Güter, ja. Das sieht für mich nicht besonders gemischt aus. Nee, gar nicht so. Ist auch egal. Dann fahren wir einen nicht gemischten Güterzug. So, dann gehen wir mal mit dem Richtungswender auf neutral. Schalten uns mal das Display hier auf dunkel. Das hätte ich auch gerne auf dunkel. So, dann stehen wir mal auf und gehen mal hinten gleich mal durch in den Raum. Allerdings bleiben wir erstmal hier bei dem Rückenpanel und stellen uns mal die Signalbeleuchtung auf Spitzensignale. Ne, Moment. Machen wir das Ganze so. Dann haben wir hinten noch vielleicht die Zugschlusstafeln. Mal gucken. PZB auf Betrieb. Das mit den Batterien passt alles. Das ist soweit nämlich aufgerüstet. Türsteuerung brauchen wir nicht. Können wir auch gar nicht steuern. Hier passt auch alles. Dann gehen wir mal rüber und machen uns noch die LZB an. Brauchen wir eigentlich gar nicht, aber machen wir trotzdem. So. Können wir auch hier die Führerstandsbeleuchtung? Schade, dass das nicht klappt. Ist ja aber auch nicht wichtig. So. Dann die AFB an. Lokführer-Pultbeleuchtungsdimmer nehmen wir mal ein bisschen runter. Scheibenwischer brauchen wir nicht. PZB-Zugart nehmen wir heute mal M, auch wenn ich nicht ganz sicher bin, ob nicht vielleicht U passender ist, aber belassen wir es mal dabei. So, dann Fahrtrichtungswende, dann Vorwärtsstellung. Die AFB setze ich mal auf 40 km/h. Die Ausfahrt ist gegeben. Ist das ein Zwergsignal, wenn das auf diesem Pfeiler hier steht? Ich glaube schon. Ich weiß es aber nicht. Falls es jemand weiß, gerne mal in die Kommentare reinschreiben. So, was können wir noch machen? Stromabnehmer ist schon oben, ne? Ja, das ist ein schöner Screenshot, oder? Hier so herbstlich. Hauptschalter ist eigentlich auch schon drin. Weil ich nicht ganz weiß, warum das hier müsste doch eigentlich blau aufleuchten, oder nicht? Aber wir gucken einfach gleich mal. Zugsammelschiene machen wir aus. Wir wollen ja, wie der Fink nur Fly nur mal sagt, den Rangierer nicht grillen. So, das passt alles soweit. Instrumentenbeleuchtung erhöhen wir uns ruhig noch ein bisschen. LED-Anzeige können wir uns hier nicht erhöhen. Gehen wir auf Signallichter normal. Und Spitzensignal-Hauptschalter ist schon an. Heißt also, vorne brennt das Licht. Sehr schön. Dann springen wir mal nach hinten und gucken, ob die Zugschlusstafeln da sind. Sie sind da. Hervorragend. So, Leselicht. Ah, brauchen wir nicht. Ja, das hat sich gereimt. Okay, Bremsen lösen. Haben wir eigentlich die SIFA angemacht? Wo kann man denn die SIFA an- und ausschalten? Das ist die AFB. Hier nicht. Betrieb. Hier auch nicht. Hä? Wo konnte man denn noch gleich hier die SIFA ein- und ausschalten?
Bremsart, Stromabnehmerfehler, Batteriesteuerschalter, Hauptschalter, Batterie prüfen, NBU. Hier nicht. War das auch dann da hinten im Maschinenraum? SIFA. SIFA an. Licht aus. Setzen. Huch. So. Dann mal schauen, ob wir fahren können. Bremse lösen. Und auf geht's. Wir haben Ausfahrt mit 60. Beziehungsweise ab dem Signal dürfen wir 60 fahren. Müsste der hier nicht eigentlich blau leuchten? Zug beeinflussen. So, dann fahren wir mal durch Hagen durch. Nee, das sieht doof aus. Machen wir es so. So. Zugbeeinflussung. Haben wir hier im Bahnhof irgendwas drin? 112. Und eine 422 da hinten. Herrlich hier dieses Überwerfungsbauwerk. Schon cool. So, gehen wir mal auf die 60 hoch. Zugbeeinflussung. Sind wir nicht in der mittleren Zugart? Warum zeigst du mir denn die obere Zugart eigentlich an? Moment hier. Da, PZB-Modus M. Komisch. Ich weiß jetzt nicht, wie wir uns verhalten. Was jetzt praktisch der Simulator denkt, welche Zugart wir haben. Denn der Führerschein zeigt mir oberste Zugart an oder obere und
Das hat hier unten rechts auch. Aber der Schalter hier ist auf Modus M. Komisch. Dann gehen wir mal auf die 120. Ich glaube, unsere Wagen lassen das auch zu. Wir gucken jetzt nochmal. Da, 120. Ja, ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt, jetzt wegen der PZB, welche Bremskurve wir dann einhalten müssen. Ich hoffe mal, die der... Ja gut, komfortabel wäre natürlich die obere Zugart, aber... Das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Ja, ich hatte total Lust, mal wieder Baureihe 182 zu fahren. Die kann man ja auch mittlerweile auf Dresden-Riesa fahren. Wollte ich erstmal machen, aber dann dachte ich mir, okay, wir haben ja jetzt schon ein paar Fahrten auf Dresden-Riesa hinter uns. Gerade erst mit der 185 im Güterverkehr auch dort unterwegs gewesen. Da wollte ich jetzt nicht nochmal genau das gleiche machen, nur mit der 182. Wollte aber unbedingt die Baureihe 182 fahren. Also dachte ich mir, machen wir das Ganze mal hier auf Rhein-Ruhr Osten. Ist ja auch eine sehr schöne Strecke, gefällt mir sehr. Das ist noch der alte TSW-Himmel. Der TSW-2-Himmel ist da leider noch nicht mit drin, aber das kommt sicherlich noch irgendwann. Aber ansonsten alles andere so von der Strecke her, von der Gestaltung, finde ich ja Rhein-Ruhr Osten ist schon sehr, sehr nice. Also die Render-Distanz finde ich nicht so ganz so cool. Hier mit den Bäumen, die praktisch das Level of Detail verändern, je nachdem, wie nah man rankommt. Auch so mit den Farben. Dieses Herbstlicht, Orange-Gelbe, sieht echt schön aus. Das Doof ist nur, dass in der Entfernung die Bäume grün sind. Und das halt echt kurz vor knapp gerendert wird auf die richtige Farbe. Was etwas, was bei Dresden-Riesa ja nicht der Fall ist. Ne? Mitnichten sieht man da das Rendern der Bäume. Klar kann man auch erkennen, wenn man sehr pingelig ist, aber das sind wir ja nicht. Das bin ich zumindest nicht. Und ich finde das halt, so wie es bei Dresden-Riesa ist, eigentlich absolut perfekt. Von der Stimmung her im Herbst. Aber gut, die Strecke Rhein-Ruhr Osten ist jetzt mittlerweile schon, ja, ist schon ein paar Monde alt. 2 Jahre vielleicht schon. Naja, und seitdem gab es ja riesige Verbesserungen in allen möglichen Bereichen. Von daher ist es halt immer schwer, da diese rückwirkenden Vergleiche zu ziehen von der einen Strecke, die neu erschienen ist, auf die alte Strecke. Klar kann da in einigen Belangen eine alte Strecke, gerade in technischer Hinsicht, natürlich nicht mithalten, weil State of the Art ist nun mal die neue Strecke. Ist halt logisch, ne? Und das für deutsche Strecken Dresden-Riesa definitiv jetzt der Standard ist, ist klar. So, ich nehme mal hier die Leistung raus, weil wir sowieso, weil es sowieso bergab geht. Ich freue mich schon sehr auf die Baureihe 187, habe ich ja vorgestellt.
die Screenshots, die es dazu jetzt bisher gab, die hat man ja in dem einen Video schon mal gesehen bei mir. Und da freue ich mich extremst auf die Lokomotive. Endlich mal wieder ein neues Spielzeug im Sinne eines Fahrzeugs. Das letzte neue Fahrzeug war ja die Baureihe 101. Und davor war es ja mit Hamburg-Lübeck die Baureihe 112, die auch nicht so neu war, weil sie sich so ein bisschen ja wie eine 143 eigentlich anfühlt. Und davor war es halt der ICE 3. So, also von daher, was neue Fahrzeuge im deutschsprachigen Raum angeht, ist der TSW 2 noch nicht so richtig in Fahrt gekommen. Aber das kommt ja jetzt langsam. So, ich gebe mal wieder ein wenig Leistung dazu. Aber ich hoffe, dass sich das ja verbessert. Und das wird das ja auch. Ne? Wir haben jetzt bald die Baureihe 147 als neues Spielzeug. Die Foslo G6 von Transam Germany ist ja in Entwicklung. Genauso wie die Baureihe 420, genauso wie die Baureihe 232. Die werden ja alle noch kommen. Und dann stellt sich ja natürlich immer noch die Frage. Dann stellt sich ja natürlich dann immer noch die Frage, es stellt sich die Frage, welche Bremskurve wir einhalten müssen. Ich nehme mal die der mittleren Zugart, weil das halt eben das angemessenere wäre. Genau, also dann stellt sich halt natürlich immer noch die Frage, welche... Ah, nein, nicht beschleunigen. Warum beschleunigst du denn weiter? Hallo, liebe AFB? Das war jetzt signalisierungstechnisch, ist das jetzt etwas... das war jetzt aber echt knapp. So, mal gucken, ob die AFB jetzt die Lok runterregelt, beziehungsweise die Leistung. So, um den Satz noch zu vollenden, es stellt sich natürlich dann immer noch die nächste Frage, welche nächste Strecke, deutsche Strecke erscheinen wird für den Transam World und damit auch, ob dann endlich neue Fahrzeuge kommen. Also mal eine komplett neue Lok, wie beispielsweise die Baureihe, ja, gibt es ja alles Mögliche, was man sich da jetzt wünschen könnte. Bei mir ist das mehr so dieser Oldschool-Einheitsführerstand. Das wäre was. Und da gibt es ja massiv an Auswahl, ne? Baureihe 110 beispielsweise. 141, oh ja. 140 wäre auch super. Egal was, Hauptsache Einheitsführerstand. Und natürlich die entsprechenden Wagen mit dazu. Zugbeeinflussung. Ich glaube, wir sind tatsächlich in der oberen Zugart unterwegs, ne?
So, ab hier gelten dann die 60. Na gut, muss natürlich nicht bestätigt werden. Wobei. Erst wenn wir über dem Signal drüber sind natürlich. So, jetzt vielleicht. Genau, ne, also wir haben jetzt die ganzen Log-Add-ons, die noch in Produktion sind für den deutschsprachigen Raum. Von Third Party ja hauptsächlich, ne, also Skyhook und Transom Germany. Ich frage es natürlich, ob DTG da irgendwie nochmal ein also die AFB regelt echt schlecht die Geschwindigkeit. Das habe ich nicht so in Erinnerung, dass sie da so schlecht dabei ist. Genau, und dann stellt sich natürlich die Frage, ob DTG selbst dann auch irgendwie was macht, was Logs angeht. Okay, also man kann sich wirklich nicht auf die AFB verlassen. Daher mache ich die AFB jetzt aus. Den Richtungswender aus Versehen rausgehauen. Das wollte ich natürlich nicht. Warum fahren wir eigentlich im Gegengleis? Weiß das jemand? Ja, wir sind so schnell. Na gut, dann, wenn ich schon ohne AFB fahre, dann sollte ich vielleicht nicht so viel aus dem Führerstand raustippen. Zug beeinflussen. So, hoffentlich geht's nach rechts, jawohl. Denn links hätten wir keine Oberleitung mehr gehabt. Vorbei am Bauhaus. Finde ich ganz cool, dass sie da tatsächlich die offizielle Lizenz dafür haben. Für Bauhaus.
Ich verstehe nicht, warum wir nicht einfach auf der Hauptstrecke weitergefahren sind und stattdessen hier über irgendwelche wilden Weichenverbindungen hin und her geleitet worden sind. Es gab nämlich keinen Zug, der in irgendeiner Form überholt hat oder sowas. So, ab hier dürfen wir 100 fahren. So, mal gucken, ob der Roadrunner funktioniert. Müsste eigentlich. Komisch. Ja, doch, da, Tatsache. Oh, Moment. Oh, glaube, wir haben wieder eine Beeinflussung voraus. Ja. Und eine Ankündigung auf 50 damit. Wir drücken auf PZB wachsam. Zugbeeinflussung. Und gehen mit der E-Bremse rein. Dass wir die E-Bremse nehmen, hat den Vorteil, dass sie natürlich sofort auslöst und wir da jetzt nicht mit Luftdruck einmal den kompletten Zug damit beeinflussen, sondern im Grunde genommen das Ganze ja auf elektrischem Wege stattfindet. Und wir drücken wieder PZB wachsam. Zugbeeinflussung. 1000 Hertz. Leuchtmelder leuchtet. 90er Einschränkung bestätigen wir auch. So, dann einmal über die Weiche. So, mal schauen, ob das jetzt Sinn ergibt, dass wir jetzt hier über diese Weiche geleitet werden. Wäre schon smart, so wenn wir einen anderen Zug durchlassen müssten. Dann auf jeden Fall. Aber schön, so diese Sonnenuntergangsstimmung, ne? Oh, früher herbstlicher Nachmittag, beziehungsweise fortgeschrittener herbstlicher Nachmittag. Ist eigentlich ganz nett. So wie aktuell das Wetter. Und wieder über die Weiche zurück. Und noch einmal. Und ab hier gelten 90. Und wir drücken nochmal auf PZB wachsam aufgrund der 60er Zugbeeinflussung. Ankündigung. Ja, alle Geschwindigkeits Veränderungen unter 100 km/h bzw. Ankündigungen von Geschwindigkeitsherabsetzungen bis einschließlich 90 km/h müssen ja bestätigt werden mit PZB wachsam.
Und hier haben wir die Ankündigung auf 40, die muss dann entsprechend auch bestätigt werden. Zugbeeinflussung. Dann gehen wir mal runter auf die 40, nehmen dafür wieder die E-Bremse. Kann man mit Punkt und Komma bedienen. So, ab hier gelten die 60. Für uns allerdings sind ja 40 angekündigt worden, weil wir wohl wieder ein paar Weichen polieren werden. Und wir durchfahren Wuppertal Hauptbahnhof. Auch uns war ein bisschen Licht. Ja, dann sehen wir ein bisschen was. Da fuhr gerade ein Zug davon. Ja, das Video neigt sich dann auch schon dem Ende entgegen, denn in Wuppertal Steinbeck werden wir anhalten. Und dort endet auch diese Fahrt. Von daher danke ich auf jeden Fall jetzt schon mal fürs Zusehen. Und drücke dafür extra auf PZB wachsam. So, 1000 Herzmagnet ist zu erwarten. Und einmal links über die Weiche. Ab hier gelten die 40. Hier rechts die S9. Mittlerweile fahren da Flirt 3 XL-Züge. Aber bis 2000. Ja, ich glaube Anfang 2020 fuhren da noch in die Baureihen 422. So, 600 Meter noch. Dann sind wir in Wuppertal Steinbeck. Da vorne steht auch ein Güterzug, bestehend aus Kesselwagen. Oh, hier noch einer. Da hinten steht sogar eine 185. Wow. Und an der Markierung da vorne halten wir dann an. Da ist der 500 Hertz Magnet. Und dann nehmen wir noch gleich ein bisschen Luftdruck mit hinzu. Wir fahren noch bis zur Markierung ran. Am besten eigentlich bis zum Signal. Und kommen dann mal hier langsam zum Stehen. Ich danke euch sehr, sehr herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.